Es handelt sich hierbei um ein Lanz Bulldog Oldtimer Projekt und was das genau bedeutet, werde ich euch in diesem Video zeigen. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Tim und ich begrüße euch auf meinem LS19 Oldtimer Projekt auf Tim LP. Und zwar ein ganz besonderes Oldtimer-Projekt und auch mein einziges LS-Projekt auf diesem Kanal. Aber ein gutes Projekt reicht, wie ich finde. Und wie gesagt, es ist ein Oldtimer-Projekt und ihr werdet es im Thumbnail und im Titel schon gesehen haben. Es handelt sich hierbei um ein Lanz Bulldog Oldtimer-Projekt. Und was das genau bedeutet, werde ich euch in diesem Video zeigen, in dem ersten Video. Und wie immer bei einem neuen Projekt, im ersten Video geht es natürlich um die Gerätschaften, um die Mods, um den Fuhrpark. Und das will ich euch mal zeigen. Zuerst ein kleines Wort zur Karte. Ich habe mir, ich wollte dieses Mal nicht die Old Stream spielen, obwohl es eine wunderschöne Karte ist, gar keine Frage. Aber ich wollte diesmal eine andere Karte spielen und ich habe nachgeguckt, ich habe im Spiel geguckt, bei Modtoaster, Modhub und wo auch immer, welche Karte man dafür nehmen kann. Und ich wollte eine Karte nehmen, die möglichst kleine Felder hat, dass man auch viel mit richtigen Oldtimer-Geräten machen kann, ohne dass man tagelang zu Gang ist. Und da habe ich die Karte Melo gefunden oder Melot, aber ich glaube es wird Melo ausgesprochen, ist französisch wahrscheinlich. Auf jeden Fall habe ich da eine richtig schöne Küstenkarte Melo gefunden mit kleinen Feldern. Sehr schön. Und ja, ich habe hier hinter, das war eine Tortur, kann ich euch sagen, die Gerätschaften vorbereitet. Ja, eine Tortur, weil ich immer alles, wenn ich ein paar Sachen gekauft habe, an der Seite schieben musste. Deswegen sieht es nicht ganz so ordentlich aus. Aber ich werde es mal zeigen. Hier kommen wir erstmal zu dem Herzstück des ganzen Oldtimer, Lanz Bulldog Oldtimer LS19 Projekts, und zwar das ist der Lanz, ne? Oder die Lanz. Ihr seht es vor mir. Der liebe Modder LS Oldtimer hat uns in die glückliche Lage versetzt, dass wir jetzt ja sehr viele Lanz Bulldog zur Verfügung haben, und das macht dieses Oldtimer Projekt erst möglich. Muss man klar sagen, nicht alle Lanz Bulldog, die vor mir stehen, sind vom LS Oldtimer, das muss ich auch sagen. Aber ich gehe gleich nochmal hier auf den Fuhrpark genauer ein. Und dann die restlichen Gerätschaften, die ich bisher habe, stehen hier so ungeordnet vor mir, so an die Seite geschoben. Und ja, ich habe für meine Verhältnisse, ich kaufe ja ganz gern ein bei LS, wisst ihr ja, wer meine Videos früher gesehen hat auf Chaotix Gaming, da habe ich ganz gerne eingekauft, und dieses Mal habe ich es für meine Verhältnisse ein bisschen kleiner gehalten. Alles notwendige Sachen und was wir später noch brauchen, wird später noch gekauft. Ja, so sieht's aus. Und ich versuche alles mit Lanz Bulldog Traktoren zu machen. Das ist also mit Lanz Traktoren zu machen. Das ist mein Ziel in diesem Projekt. Wenn es nicht ganz so klappt, weil ich mal einen brauche mit mehr PS, dann versuche ich auch nur, wie gesagt, vielleicht nochmal einen Schlüter dabei zu holen. Aber sonst nur Lanz. So ist erstmal der Plan und ich werde es auch nur mit Lanz versuchen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, da ist meine erste Frage. Bei welchem Lanz ich den Lanz Bulldog Frontlader hier anbringen kann. Vielleicht sieht der liebe LS Oldtimer das auch. Und kann mir sagen, ob es einen Lanz gibt, wo ich den dran bauen kann. Also ich gehe mal stark davon aus, aber ich weiß gerade nicht welcher, wenn ich ehrlich bin. So, gucken wir uns erstmal die Traktoren an. Hier haben wir den Lanz Bulldog. Ich glaube, der ist aus Modtoaster mit ein bisschen grün Used Look. Hier haben wir einen überarbeiteten Lanz. Also ich glaube, der ist auch vom Modtoaster oder Modhub oder was auch immer. Kann man sich auf jeden Fall frei runterladen. Und dieser Lanz wurde von einem guten Bekannten, danke nochmal an der Stelle und viele Grüße an der Stelle, derjenige weiß Bescheid. Wurden so die Texturen angepasst, die Farben angepasst. Also das sieht schon sehr schick aus, muss ich sagen. Und jetzt kommen wir zu den Mods vom LS Oldtimer. Ich habe halt alle, ich glaube alle, die er bisher released hat, in irgendeiner Form hier vertreten. Das Schöne bei denen ist, wer die noch nicht kennt, könnt ihr über Forbidden Mods runterladen. Den Download-Link packe ich in die Videobeschreibung. Die könnt ihr hier starten mit einem
Heißlampe, die den Glühkopf hier erwärmt. Und dann könnt ihr das hier mit der Steuersäule und dem Lenkrad mit Pendelbewegung könnt ihr den Motor selber starten. Wenn ihr Simple RC oder Simple IC oder wie auch immer, wenn ihr das, wenn ihr die Mod habt, dann könnt ihr das selber tun. Braucht ihr aber nicht zwingend notwendig, also es ist nicht zwingend notwendig, man kann es auch automatisch starten. Wie das genau aussieht, zeige ich euch in der nächsten Folge, weil in den nächsten Folgen werden wir den ganzen Kladderadatsch erstmal zum Hof bringen und den Hof einrichten. Dann habe ich hier noch, wenn mal Sprit knapp wird, ne, habe ich auch noch einen Lanz mit einer Holzgasanlage. Hier ist noch ein schöner Lanz. Hier ist auch noch ein Lanz. Ja, also das ist der D6516, wie man gerade sieht, als ich eingestiegen bin. Auch richtig, richtig schön. Also wie gesagt, die LS Oldtimer Mods, das waren auch, er hat relativ zügig sehr viele Mods veröffentlicht. Vorher hat er das, glaube ich, immer privat gemacht, jetzt öffentlich. Total geil. Ja, hier mit, schön mit Dach. Ich habe zwei mit Dach mal gemacht. Cabrio habe ich auch dabei. Den wollte ich eigentlich noch als Cabrio haben. Habe ich den irgendwo? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Habe ich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, ich habe auch erstmal genug. Also es kann durchaus sein, dass ich noch 1, 2, 3 dabei hole im Laufe des Projekts. Und was mir noch aufgefallen ist, ich brauche auf jeden Fall Gewichte. Ne? Ich habe aber gesehen, der LS Oldtimer hat schon Gewichte veröffentlicht. Werde ich mir runterladen, die passenden Lance Bullock Gewichte, damit wir auch mit Gewichten arbeiten können. Jetzt kommen wir mal zu den Rest. Ich versuche mich mal hier durchzuwursteln. Hier haben wir einen alten Anhänger. Ich weiß nicht, ob das ein Fortschritt ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall für Häckselgut. Extra mit Häckselgutaufbau. Drehschemel. Ne, genau meins. Ich kann so gar nicht Drehschemel fahren, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Dann haben wir hier einen kleinen Fortschrittflug. Ich hoffe, den können wir benutzen. Man braucht, glaube ich, 80 oder 90 PS und ich glaube, das hat keinen Schlepper. Also, ich glaube, komplett ohne einen Schlepper von einer anderen Marke werden wir das Projekt nicht durchziehen können. Aber ich sag mal so, 90% sollten Land sein. Vielleicht, wie gesagt, hole ich noch einen Schlüter, damit man wirklich die groben, großen Sachen machen kann. Ja, dann habe ich hier ein Dreieck zum Ankuppeln, habe ich mir noch geholt von manchen Sachen. Dann habe ich hier von Ford, ist das glaube ich, eine richtig schöne Einzelkornlegemaschine. Richtig, richtig schön. Finde ich zumindest. Einfach und schön. Dann hier ein Mähwerk, so ein altes, schön rostig. Einen Düngerstreuer. Sehr schön, auch mit den Farben so blau-rot ein bisschen. Also ist nicht das Landsrot, aber ich glaube, das in Kombination mit so einem Land sieht nicht schlecht aus, der Düngerstreuer. Dann habe ich hier eine kleine Sämaschine. Eine Hassia. Sagt mir eigentlich gar nichts, aber hatte ich schon mal. Ja, habe ich schon öfter mitgespielt. Ist schön. Dann habe ich hier eine etwas größere Einzelkornlegemaschine. Die ist nicht so oldschool. Ja, sieht zumindest nicht so oldschool aus, aber sieht auch nicht neu aus. Ich habe die einfach mal reingenommen, falls ich was brauche mit mehr Arbeitsbreite. Dann habe ich, also das, oh, wenn ich das zum Einsatz bringe, das wird richtig geil. Hier eine Lanz Kartoffelmaschine. Ich weiß gar nicht mehr, wie die genau heißt. Auf jeden Fall kann man damit die Kartoffeln aus der Erde rausholen. Das in Kombination mit dem Lanz davor, sehr geil. Sehr, sehr geil. Hier habe ich noch eine alte Sämaschine. Finde ich schlicht und ganz schick. Hier so einen alten Anhänger. Da passt nicht viel rein, aber der hat einen richtig geilen Use-Look, wie ich finde. Dann haben wir hier noch einen schönen Anhänger mit Aufbau, dass man ein bisschen mehr reinpasst. Dann habe ich hier einen Feldhäcksler. Den zeige ich mal. Ist ein Fortschritt. Sehr nice. Habe ich aber auch schon oft mitgespielt. Also finde ich, feiere ich. Und als Drescher habe ich hier einen Klaas. Ich kaufe gleich aber noch einen anderen, auch in der Folge wahrscheinlich noch einen Anhängedrescher. Aber den Klaas hier finde ich ganz cool, passt super in dieses Projekt, würde ich sagen. Ja, ich habe da noch einen Wender. Ja, nicht spektakulär, aber passt auch gut rein. Dann habe ich zwei Grubber, falls ich mal mit Helfer spiele. Ja, und hier ist der Frontlader mit Schaufel, Ballenspieß und sowas. Muss ich gucken, an welchem man den dran bauen kann.
Hier habe ich einen schönen Ladewagen, schön mit dem Holz eingearbeitet, finde ich super. Ja, hier ein Fass, ne, das ist das Lizard. Finde ich, ne, also kann man nichts zu sagen. Sieht oldschool aus mit dem Holzunterbau. Kann man auf jeden Fall hier mit reinnehmen. Und hier habe ich noch eine Fortschritt K454. Eine richtig schöne Ballenpresse, wie ich finde. Ja, an der werde ich noch richtig Spaß haben. Was ihr mal in die Kommentare schreiben, also ihr dürft immer Mod-Vorschläge machen in die Kommentare. Ich gucke mir auch alle Mods an. Ich nehme aber nicht alle Mods mit rein. Also die Mods, die mir gefallen, picke ich mir raus. Und ja, so könnt ihr da auf jeden Fall interaktiv mitmachen. Und ich brauche einen Schwader. Erste Anfrage an euch, wenn einer einen schönen Oldschool-Oldtimer-Schwader findet, unten in die Kommentare, gucke ich mir auf jeden Fall an. Jetzt wollte ich noch eine Sache kaufen. Und zwar ein Drescher. Ich will einen Drescher haben. Und dann gucke ich mal, Mähdrescher, da hatte ich noch einen schönen. Der hier. Der Fahr. Den kaufe ich. Ja, okay, ich muss erst was wegräumen. Ich werde den die nächsten Folgen holen. Also, wenn ich hier was weggefahren habe und sich hier Platz ergibt, weil das muss ja alles in den nächsten Folgen zum Hof, werde ich den Fahranhängerdrescher holen. Ja, wie gesagt, das ist mein LS-Projekt auf diesem Kanal. Ich weiß, es wird nicht nur LS geben auf dem Kanal, es wird Counter-Strike geben. Habt ihr ja schon alles gesehen. Ich bin da vielseitig aufgestellt, aber es gibt so ein paar Sachen, die immer regelmäßig kommen, worauf ihr euch verlassen könnt. Und das ist zum einen dieses eine LS-19-Projekt. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich glaube, ein schönes, vernünftiges Oldtimer-Projekt reicht auch. Mehr Projekte braucht man dann auch gar nicht, finde ich. Ne? Und ja, ich hoffe, euch gefällt's. Wenn ja, dann könnt ihr sehr gerne den Kanal abonnieren. Würde mich freuen, damit ihr nichts verpasst, damit unsere Community hier wächst. In diesem Sinne, freut euch auf die nächsten Folgen. Viel Spaß beim Zocken. Euer Tim. Macht's gut. Ciao.